sehen uns auf reitschuster.de. Sucharit Bhakti muss auf die Anklagebank. Der Professor Epidemiologe soll sich vor dem Amtsgericht Plön verantworten für Volksverhetzung. Ich traute meinen Augen nicht, als ich das gelesen habe, denn die Staatsanwaltschaft Kiel hatte das Verfahren gegen Bhakti bereits eingestellt, weil sie zum Schluss kam, dass Bhakti keine Volksverhetzung begangen hat. Daraufhin hat die Generalstaatsanwaltschaft das Ganze an sich gezogen, was erstaunlich ist, und hat das auch nicht zurückverwiesen, sondern hat die Generalstaatsanwaltschaft, wirklich erstaunlich, wie Juristen sagen, das an sich gezogen und selber Anklage erhoben, und das Amtsgericht hat das zugelassen. Ich bin sprachlos, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich möchte jetzt einen kleinen Service für Sie machen, für euch. Ich lese euch vor, was berühmte Politiker, bekannte Journalisten und andere Aktivisten alles gesagt haben gegen Impfunwillige, wie das so schön heißt, also gegen Ungeimpfte, und dann die Aussagen von Bhakti, und dann kann man vergleichen und sich ein Urteil bilden, ob das alles so okay ist oder ob das Netzwerk kritischer Richter und Staatsanwälte recht haben, die das Ganze nicht verstehen und die sagen, hier gäbe es den Verdacht einer Gesinnungsjustiz. Aber macht euch selber ein Bild. Jetzt mal ein paar Beispiele. Impfgegner sind Beklopfte. Kein Impfgegner wird wie ein Staatsfeind behandelt. Er darf nur hoffentlich bald nicht mehr unter Leute gehen, weil er ein gefährlicher Sozialschädling ist. Also Impfgegner als Sozialschädling, die man nicht mehr unter Leute gehen lassen soll. Keine Volksverhetzung, keine Ermittlungen. Weiter. Wäre die Spaltung der Gesellschaft wirklich etwas so Schlimmes? Sie würde ja nicht in der Mitte auseinanderbrechen, sondern ziemlich weit rechts unten. Und so ein Blinddarm ist ja nicht im strengsten Sinne essentiell für das Überleben des Gesamtkomplexes. Ja, das erinnert an Nazisprech, war eine Komikerin aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, von euren Gebühren finanziert. Keine Volksverhetzung. Staatsanwaltschaft macht nichts. Zuerst einmal müssen wir eine klare Botschaft an die Ungeimpften senden. Ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben. Keine Volksverhetzung, keine Ermittlungen. Wer sich nicht impfen lässt, ist ein asozialer Trittbrettfahrer. Keine Volksverhetzung, keine Ermittlungen. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich um gesellschaftliche Nachteile für all jene ersuchen, die freiwillig auf eine Impfung verzichten. Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen. Der Staat hat schon umstrittenere Sachen durchgeparkt. Keine Volksverhetzung, keine Ermittlungen. Kein Ungeimpfter mehr im Büro, kein ungeimpfter Fußballspieler mehr auf dem Rasen, kein ungeimpfter Abgeordneter mehr im Bundestag, kein ungeimpfter Student mehr im Hörsaal. Keine Volksverhetzung, keine Ermittlungen. Die Gesellschaft muss das jetzt selbst regeln. Wenn du nicht geimpft bist, dann möchte ich auch nicht, dass du mit meinen Kindern spielst. Keine Volksverhetzung, keine Ermittlungen. Was Ratten in der Zeit der Pest waren, sind Kinder zur Zeit für Covid-19. Keine Ermittlungen, keine Volksverhetzung. In Deutschland reicht es nicht, den Ungeimpften auf die Nerven zu gehen, da muss man mehr tun. Oder Ungeimpfte brauchen nur Peitsche statt Zuckerbrot. Oder vermeiden Sie Kontakt mit Ungeimpften. Oder nur Ungeimpfte, die Deserteuren gleichen, sind zu bestrafen. Ja, wenn wir uns jetzt den Volksverhetzungsparagraf anschauen, dann gibt es 3 Monate bis 5 Jahre Strafe für jemand, der gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe, gegen Teile der Bevölkerung oder gegen eine Einzelperson wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung zum Hass aufstachelt, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen auffordert oder die Menschenwürde anderer dadurch ausgreift, dass er sie wegen einer Zugehörigkeit zu der Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet. In meinen Augen, ich bin juristischer Laie, ich mag mich irren, aber wenn das keine Aufforderung, Aufstachelung zum Hass war, wenn das keine Beschimpfung, böswillige Verächtlichmachung oder Verleumdung ist, dann weiß ich auch nicht. Und heute wissen wir ja bei der Impfung, dass die Versprechen, die gegeben wurden, dass man sich nicht anstecken kann, damit Impfung bedeutet ja eigentlich eine Immunisierung, und Immunisierung heißt, dass man sich nicht anstecken kann oder dass sie ein wie auch immer geartetes Erkranken verhindert, dass die nicht zutreffen. Also von daher, ich will das jetzt nicht ausführen, wir sind in einem zensierten Netzwerk,
Aber all das, dieser ganze Hass, diese ganze Hetze gegen Ungeimpfte, die wirkt rückwirkend noch befremdlicher als zuvor. Und das besonders erstaunliche: Ermittlungen gibt es wegen dieser Aussagen, aber nicht gegen diejenigen, die sie machten, sondern gegen diejenigen, die unter dem Hashtag „Ich habe mitgemacht“ das dokumentiert haben. Staatsanwaltschaft ermittelt gegen diejenigen, die nichts anderes tun, als das zusammenzufassen, wie der FDP-Mann De Vries auf Twitter, der da sehr eifrig ist. Ich kommentiere es gar nicht, macht euch selber ein Bild. Jetzt zeige ich euch die Aussagen von Professor Bhakti. Und ich mache mir die nicht zu eigen, ich finde die nicht schön, aber wie gesagt, man muss vergleichen. Also die erste Aussage: Das Volk, das geflüchtet ist aus diesem Land, wo das Erzböse war, und haben ihr Land gefunden, haben ihr eigenes Land in etwas verwandelt, was noch schlimmer ist als Deutschland war. Das ist das Schlimme an den Juden. Sie lernen gut. Es gibt kein Volk, das besser lernt als sie. Aber sie haben das Böse jetzt gelernt und umgesetzt. Das ist diese Aussage von Professor Bhakti. Ich finde sie problematisch. Ich hätte es so nicht gemacht. Ich finde sie unglücklich. Aber ja, macht ihr euch eure Meinung davon? Kritischen Richter und Staatsanwälte denken, es ist keine Volksverhetzung. Und die Staatsanwaltschaft Kiel hat auch gesagt, keine Volksverhetzung, sondern freie Meinungsäußerung, weil die Schwelle für freie Meinungsäußerung sehr, sehr hoch hängt. Die nächste Aussage von Professor Gandhi: Es ist allen Wissenden klar, dass mit der formellen Zulassung, Sie wissen von was Professor Bhakti hier spricht, wegen der Zensur erwähnen wir das nicht, was da formell zugelassen wurde, der erste Meilenstein der Agenda erreicht ist und das Rennen ums Erreichen des Endziels eröffnet wird. Dieses Endziel ist die Erschaffung einer neuen Realität und beinhaltet nichts anderes als den zweiten Holocaust, die Abschaffung der Menschheit in ihrer jetzigen Ausprägung. Auch sehr harter Tobak. Die kritischen Richter und Staatsanwälte verweisen darauf, dass er damit den Holocaust ja nicht verharmlost, sondern wenn er sagt, das ist ein zweiter Holocaust, dann gibt es da einen Logikbruch bei der Generalstaatsanwalt. Denn damit sagt er ja, dass der Holocaust etwas Schlechtes ist, und er sagt, was da kommen soll für die Zukunft, könnte ein zweiter werden. Und wie gesagt, wir können jetzt über diese Aussage lange streiten. Ich würde sie so nicht machen, der Professor Bakri hat sie so gemacht. Aber eine Verharmlosung des Holocaust, wie gesagt, nach Auffassung der kritischen Richter und Staatsanwälte, nicht nach Auffassung der Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig-Holstein, ist es eine Verharmlosung. Ja, wenn man sich das Ganze anschaut, Ermittlungen gegen mich wegen eines Gastbeitrages, Anstiftung zu Straftaten, Störung des öffentlichen Friedens, Ermittlungen gegen viele anderen, Michael Ballweg im Gefängnis, Oliver Janich im Gefängnis, dann ist das, wovon die kritischen Richter und Staatsanwälte sprechen, der Verdacht der Gesinnungsjustiz, ja, er steht zumindest im Raum. Und das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Ich halte es für sehr, sehr unglücklich, sehr, sehr dramatisch, was hier passiert in unserem Land. Ich meine, ich lese immer wieder Berichte, Vergewaltigungen, Minderjährige vergewaltigt, ein Frauenmörder auf freiem Fuß, weil die Kapazitäten der Justiz nicht ausreichten, wo es ein Urteil gab, auch mit der Berufung zu lange Fristen kam er auf freien Fuß. Kinder, die vergewaltigt werden, die Angeklagten auf freien Fuß, aber um Professor Bhakti kümmert man sich, um Michael Ballweg kümmert man sich. Für mich geht das nicht mehr so recht in den Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man kann jetzt nur hoffen, dass das Amtsgericht hier Unabhängigkeit und Mut beweist. Die kritischen Rechtsanwälte und Richter haben aber bereits geschrieben, dass sie erwarten, dass das Amtsgericht die Anklage nicht zulässt, weil sie offensichtlich nicht begründet sei. Und das ist schon mal nicht passiert. Am 23. oder 24. März in Plön in Schleswig-Holstein ist dieser Prozess. Ich denke, es ist wichtig, dass da viele Beobachter kommen, viele Menschen, dass da eine große Öffentlichkeit anwesend ist. Und man hat wirklich den Eindruck, dass sich die Deutschen oder hier unser Gesundheitsminister und mit ihm
auch die Justiz hier an ein Narrativ festkrallen, wie jemand, der am Abhang hängt und sich noch mit dem Gebiss festkrallt. Ich habe das in meinem Artikel geschrieben, dann sagte jemand, bei den Zähnen von Herrn Lauterbach sei das Bild nicht so schön. Also Entschuldigung, ich habe dabei gar nicht daran gedacht, weil das wäre ja auch was Privates. Darüber wollen wir auch gar nicht reden. Aber dieser Fanatismus, dieser, dass hier auch der Rechtsstaat wieder voll mitmacht, das halte ich für sehr beängstigend. In diesem Sinne, alles Gute. Danke. Ciao und Entschuldigung für den Ton. Ich sehe gerade, dass bei meinem Mikro, warum auch immer, das Licht nicht gebrannt hat. Das heißt, das Mikro war offenbar nicht an. Ich habe ein neues Kabel verwendet. Vielleicht funktioniert das auch wieder nicht. Es ist immer spannend mit der Technik. Dafür zahlt ihr keine GZ-Gebühren. Dafür bin ich nur euch verpflichtet. Und ich denke, das ist auch wichtig. Schaut wieder rein, Like dalassen, Glocke drücken, dann werdet ihr benachrichtigt. Ein Kommentar wäre prima für die Algorithmen und Unterstützung wäre auch prima. Alles Gute, danke, ciao. Ja, und ich habe noch einen Witz, und zwar ist der von Peter Hane, mit dem habe ich ein Interview gemacht, ZDF Urgestein. In meinen Augen toll, was er da alles gesagt hat, und eine Aussage von ihm, die gebe ich euch hier wieder, weil sie so witzig war. Er sagte von Haltung, alle fordern immer Haltung. Er würde gerne wissen, diejenigen, die jetzt immer sagen, Haltung geht vor Qualifikation und Haltung ist ganz wichtig, wenn die ins Krankenhaus eingewiesen werden, wenn man denen dann sagen würde, der Chefarzt und die Ärzte, die haben alle keine gute Haltung, aber die Putzfrau hat Haltung, ob die sich dann von der Putzfrau operieren lassen würden, weil die richtige Haltung hat. Aber genau das passiert in Deutschland. Haltung geht vor Leistung. Wohin das führen wird, ich fürchte, das werden wir alle recht bald und recht dramatisch sehen. Alles Gute. Danke. Ciao.